Grüezi miteinander, herzlich willkommen hier zu Rainis Nachtgedanken an diesem Samstag, dem 24. Februar 2024. Ja, wir wollen auch an diesem Abend, heute an diesem Samstag, am Abend vor dem Sonntag auf die Nachtlese einmal hören. Es ist ein etwas längerer Text, aber er ist, glaube ich, ein Text, der uns sehr betrifft, der uns anspricht und der uns auch viel zu sagen hat. Ich blende ihn natürlich wieder ein, dass wir ihn zusammen lesen können. Und die ganze Gemeinde der Israeliten zog aus der Wüste Sin weiter ihre Tagesreisen, wie ihnen der Herr befahl, und sie lagerten sich in Rephidim, da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Und sie haderten mit Mose und sprachen, gib uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was hadert ihr mit mir, warum versucht ihr den Herrn? Als aber dort das Volk nach Wasser dürstete, murrten sie wieder Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen, dass du uns, unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben lässt? Mose schrie zum Herrn und sprach, was soll ich mit dem Volk tun? Es fehlt nicht viel, so werden sie mich noch steinigen. Der Herr sprach zu ihm, tritt hin vor das Volk und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir und nimm deinen Stab in deine Hand, mit dem du den Nil schlugst, und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir stehen auf dem Fels am Horeb. Da sollst du an den Fels schlagen, so wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke. Und Mose tat so vor den Augen der Ältesten von Israel. Da nannte er den Ort Massa und Mariba, weil die Israeliten dort gehadert und den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr unter uns oder nicht? Eine große Geschichte. Da hat Mose sie erst herausgeführt aus der Sklaverei, aus der Unterdrückung. Und nun kommt eine kleine Schwierigkeit. Gut, über das Klein kann man streiten, denn wenn man kein Wasser mehr zum Trinken hat und Durst empfindet, da ist das Leben bedroht. Eine lebensbedrohliche Situation, und dennoch schaut man sofort an den oder zu dem, der diesen ganzen Marsch verantwortet hat, nämlich Mose. Er hat ja gesagt, Gott führt uns heraus. Er ist derjenige gewesen, der das Volk ja aufgefordert hat, mitzuziehen. Und obwohl sie die Sklavenschaft hinter sich gebracht haben, obwohl sie schon eine ganze Weile mit die großen Wunder Gottes erlebt haben, jetzt kommt eine lebensbedrohliche Situation, und all das, was sie bisher erfahren hatten, auch noch in Ägypten, wie Gott sie mit den Plagen für den Pharao befreit hat, all das ist plötzlich vergessen. Und eine solche neue Situation bringt das Fass zum Überlaufen und sagt ganz eindeutig den Menschen und schenkt ihnen böse Gedanken, und sie sprechen es dann sogar aus, ja, wären wir doch vielleicht in Ägypten geblieben, hier verdursten wir jetzt jämmerlich. Anstatt wieder mal auf Gott zu vertrauen, ins Gebet zu gehen und ihn anzurufen. So scheinen wir Menschen zu sein. Aus einer Katastrophe herausgeführt, vielleicht in die Freiheit, aber dann, wenn es Schwierigkeiten gibt, nicht bereit, diese auch dann hinzunehmen oder wenigstens zu lernen aus der Vergangenheit und zu sagen, Gott hat so viel geholfen, er wird auch diesmal uns wieder zur Seite stehen. Es ist eine Geschichte, die auch unsere Geschichte ist. Und wenn wir sehen, dass es jetzt gilt, aus einer ähnlichen Situation herauszufinden, aus einer ganz großen Krise wie das Volk Israel damals in Ägypten, so ist diese Krise heute weltweit zu sehen, eine Krise, die darauf aus ist, unsere Verhältnisse noch zu verschlechtern. Und jetzt ist ja die Frage, wie kommen wir raus? Und wie ist es möglich, solch eine Krise hinter uns zu lassen? Das Angebot steht, Gott will auch aus dieser Krise herausführen. Er will uns auch befreien von der Macht der Globalisten. Er will uns befreien vom Great Reset. Aber er braucht natürlich Menschen, die ihm vertrauen, die ihm folgen. Und wenn wir aus dieser Situation herauskommen wollen, dann wird das kein Spaziergang.
dann wird es nicht so gehen, dass wir sagen können, ja, wir haben alle Bequemlichkeiten, wie wir sie immer in der Vergangenheit hatten, und wir nehmen diese Bequemlichkeiten mit und ziehen in eine andere Zeit. Nein, wenn man etwas hinter sich lässt, wenn man Freiheit wieder erfahren will, so wie das Volk Israel, wenn man Selbstbestimmung wieder erfahren will, dann braucht es auch eine Anstrengung. Und diese Anstrengung, die ist dem Volk Israel wahrscheinlich zu viel, alleine dann schon, wenn das Trinkwasser fehlt. Wir können nur lernen und sehen, dass das Volk Israel dennoch es geschafft hat, dann mit Mose, der für sie gebetet hat und der letztlich auch wieder Wasser beschaffen konnte mit Gottes Hilfe, dass wir lernen, wie Israel, dass Gott auch in einer solchen Situation, wie wir uns heute befinden, herausführt und helfen will. Und dass wir nicht so schnell umfallen bei irgendetwas, was uns da nicht passt. Gerade jetzt, wo wir in der Passions- und Leidenszeit leben, heißt es mal zu begreifen, was heißt es umzukehren, andere Wege einzuschlagen. Und das heißt auch immer, wenn man aufbricht, dass man das Alte zurücklässt. Und ich glaube, hier hadern wir so sehr, dass wir das Alte ja gerade halten wollen. Wir wollen unsere Lebensgewohnheiten mitnehmen in diese neue Zeit, und das wird uns nicht gelingen. Wir werden vieles, vieles zurücklassen müssen, denn vieles, vieles, was wir auch praktiziert haben, ist die Ursache für diese Katastrophe, in der wir heute drinstecken. Ja, und nun können wir uns genau fragen, murren wir und klagen Gott an, dass er nicht schnell genug hilft, oder werden wir still und bitten Gott, dass er uns helfen möge, dass wir wieder die Lebensgrundlage finden. Und ich möchte bewusst Lebensgrundlage sagen, weil das Wasser, was hier gegeben wird, eine Lebensgrundlage ist, und wir brauchen Lebensgrundlagen. Dazu gehören das Trinkwasser, das Essen, aber auch die Gemeinschaft und die Fröhlichkeit und vieles mehr. Mögen wir doch aus dieser Geschichte auch heute Abend an diesem Samstag viel, viel Kraft schöpfen und sehen und erfahren, Gott hilft auf ungewöhnliche Art und Weise. Selbst mit einem Stock kann Mose Wasser aus dem Felsen schlagen. Warum sollte es Gott nicht möglich sein, in unserer Zeit heute eine Ideologie, die aufgebaut werden soll, mit so viel Raffinesse und mit so viel Macht und mit so viel finanzieller Unterstützung, dass er diese zerstört und sagt, nein, bisher und nicht weiter. Er wird helfen. Wie er hilft, das werden wir sehen, lassen wir uns überraschen. Aber wichtig ist, dass wir darauf vertrauen, und wichtig ist, dass wir es von ihm auch erwarten und dass wir deshalb auch darum bitten. Und da gibt es immer einen schönen Anlass am Abend, bevor man einschläft, ja nochmal still zu werden, sich an Gott zu wenden und ihn zu bitten, dass er diese Zeit von uns nehmen möge, dass wir bereit sind, dass wir nicht hadern, sondern dass wir versuchen, mit allen Kräften und vor allem mit der Kraft des Gebetes diese Zeit zu durchwandern, in eine neue Zeit zu kommen, wo wir gleich wissen, dass es eben nicht mehr so sein wird wie in Ägypten, wie damals, wie zu der Zeit, die hinter uns liegt. Wir werden uns verändern müssen und wir werden vieles neu entdecken, aber es wird wohl vieles viel, viel schöner und fröhlicher werden. In diesem Sinne wünsche ich uns eine wundervolle Nacht. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als von dir allein kann ich recht bewahret sein. Amen. Schlafen Sie gut, träumen Sie was Schönes und fahren Sie mit dieser Geschichte in die Zukunft. Gehen Sie mit dieser Geschichte in die Zukunft und lernen Sie, wer Gott vertraut, der erfährt wunderbare Hilfe. Gute Nacht und, wenn Sie mögen, bis morgen.